Hallo Klickenabendler, wir sind bei 3 Magier-Spiele. Neben mir ist der Josef. Hallo Josef. Hallo, hi. Ihr habt hier auch eine Neuheit stehen, die demnächst auf den Markt kommt. Das ist richtig, das ist der geheimnisvolle Zaubersee. Und das ist für wie viele Personen? Für 2 bis 5. Auch wieder ein Familien- bzw. Kinderspiel? Richtig, ab 5 Jahren. Ja. Um was geht es thematisch? Thematisch geht es darum, dass also man versucht gemeinsam als Team, also ein kooperatives Spiel, hier die Hauptfiguren zu retten. Sie müssen halt dabei einen verzauberten See überqueren. Okay, da ein bisschen was verdeckt ist, sieht das ein bisschen nach Gedächtnis aus. Ja, richtig, man muss sich hier ein bisschen was merken. Ja. Wie funktioniert das denn? Kann ich gerne erklären. Ja. Und zwar haben wir hier die 3 kleinen Zauberer plus den Kasimir, das ist der Kater. Diese versuchen wir bestmöglich auf die andere Seite zu bringen. Ja. Haben wir das geschafft, haben wir gewonnen. Ja. Wie funktioniert das? Es ist so, dass wir hier gemeinsam spielen, aber immer nur einer an der Reihe ist. Immer wenn ich an der Reihe bin, wird ein Plättchen aufgedeckt. Und der Spieler, der gerade am Zug ist, darf sich irgendeine Figur aussuchen und darf mit dieser Figur gehen. Ziehen. Oder ziehen, ja. Das heißt, wenn ich jetzt rot nehmen würde, bräuchte ich wahrscheinlich eine Schildkröte. Nee. Und zwar darfst du so lange ziehen, bis du festgehalten wirst. Ja. Beziehungsweise bis du hier in dem Spiel verzaubert wirst. Das heißt, ich nehme jetzt die rote Figur und laufe so lange, bis sie festgehalten wird. Das heißt, ich bin jetzt hier an dieser Stelle verzaubert, um hier wieder frei zu kommen. Benötige ich das abgebildete Tier. Mhm. In dem Fall ein Schmetterling. Das Problem ist leider, ich habe keinen Schmetterling gezogen. Also ist jetzt hier mein Zug vorbei. Und dann wäre der nächste Spieler an der Reihe. Der nächste Spieler müsste dann wieder eine neue aufdecken. Das heißt, es geht in diesem Spiel darum, gemeinsam sich die Chips zu merken, beziehungsweise die Tiere zu merken und gemeinsam einen Weg zu finden, um alle auf die sichere Seite zu bringen. Ja. Das Ganze ist wahrscheinlich mit Magnet da drunter, das heißt, der ist auch immer woanders, damit richtig, natürlich jede genau. Partie anders ist. Ja. Hier ist das so, wir spielen auch gegen das Spiel. Ja. Das heißt, wenn der böse Zauberer irgendwann mal diesen Punkt hier erreichen soll, haben wir verloren. Wann geschieht es? Es gibt leider auch hier böse Zauberkärtchen. Wenn wir so eins aufdecken, nehmen wir hier ein Seeplättchen. Ja. Und schieben es hier hinten wieder rein. Da fällt uns 2 Sachen auf. Einmal unsere Figuren, die wir natürlich retten wollen, wandern wieder zurück. Ja? Und der böse Zauberer Rabenhorst geht einen Schritt weiter.